Ja, liebe Freisinger Bürger, wir stehen jetzt hier vor der Deutschen Bank, weil die Deutsche Bank eine der Brandbeschleuniger für die Klimakrise ist. Wir sind die letzte Generation, die den unmittelbaren Klimakollaps noch aufhalten. Wir haben nur noch ein paar Jahre Zeit, um das zu tun. Die Deutsche Bank finanziert mit Milliarden den fossilen Wahnsinn. Sie vernichtet damit Milliarden menschlicher Existenzen. Dieser Wahnsinn muss jetzt gestoppt werden. Tun Sie das nicht, erwarten uns weltweit kriegerische Konflikte, Hungertote, Hitzetote und Flutopfer in unvorstellbarem Maße. Auf Appellen haben Sie seit Jahrzehnten nicht gehört. Deshalb sagen wir, stopp, es gibt kein Recht, unsere Lebensgrundlage zu zerstören. Dass es so weit gekommen ist, haben die Banken in Deutschland, allen voran die Deutsche Bank, einen maßgeblichen Anteil. Eine Studie von Urgewalt über den Zeitraum Januar 19 bis November 21 zeigt, die Deutsche Bank finanziert allein die Kohleindustrie mit 3,4 Milliarden US-Dollar. Bei jeder weiteren Verzögerung bei Maßnahmen für den Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel werden sie das Fenster der Gelegenheit schließen, eine lebenswerte und nachhaltige Zukunft für uns alle zu sichern. Hat der neue IPCC-Sachstandsbericht. Schon jetzt sei knapp die Hälfte der Menschen durch den Klimawandel hochgradig gefährdet. UN-Generalsekretär Antonio Guterres sagte in einer Videobotschaft, als er den IPCC-Bericht vorstellte, ich habe viele wissenschaftliche Berichte in meinem Leben gelesen, aber noch nie einen solchen wie diesen. Der Bericht des Weltklimarats sei das Zeugnis von fehlendem politischen Führungswillen beim Klimaschutz.